Peter Hauptner, Wirtschaftssprecher der ÖVP. Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Kollege Wurm, Sie haben jetzt einige Maßnahmen aufgezählt, die Sie kritisieren. Sie haben aber nicht gesagt, zum Beispiel kein Programm, überhaupt nichts vorgestellt, wo man sagen kann, wie könnte es gehen. Und ich glaube es ganz deutlich, man muss jetzt sagen, der Mittelstandsbericht zeigt ja schon, dass es wieder bergauf geht. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Der Mittelstandsbericht zeigt, dass wir Maßnahmen gesetzt haben, die einfach richtig waren. Und es besteht jetzt die gute Chance, dass wir unseren Wachstumsrückstand gegenüber dem Euroraum und Deutschland wieder aufholen. Wir haben jetzt ein Wachstum von über 1,5%. Und das ist immerhin das höchste Wachstum seit 2011. Und wenn man sich das anschaut, dann passt das Ganze. Nämlich, wir haben die Lohnnebenkosten gesenkt. Wir waren das, die Regierung. Ja, immerhin um 1 Milliarde Euro. Sie waren nicht dabei, Sie haben nicht mitgestimmt. Sie werden das nur kritisieren, aber wir haben die Lohnkosten das erste Mal wieder gesenkt. Zum Zweiten haben wir jetzt eine Investitionsprämie geschaffen, die ab dem nächsten Jahr auch noch greifen wird, wo wir sagen, okay, einerseits bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen mit 175 Millionen und das zweite Paket ist das Gemeindeinvestitionspaket, wo ja auch wieder die Wirtschaft profitiert, weil in den Gemeinden investiert wird. Also, und wenn man sich die Arbeitsplatzstatistik anschaut, dann haben wir über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen, nämlich nicht wir, sondern die Unternehmer in diesem Land. Und die Unternehmer in diesem Land schaffen eben die Arbeitsplätze. Deshalb müssen wir alles dran setzen, dass wir erstens einmal die Stimmung wieder verbessern. Das ist keine Frage. Ich bin auch viel unterwegs. Und deshalb müssen wir also schauen, dass wir also diese Maßnahmen, die wir jetzt gesetzt haben, auch entsprechend verkaufen. Wir können nicht immer nur sagen, es ist alles so furchtbar. Wir müssen schauen, dass wir also hier in der Hinsicht auch die Stimmung heben. Ja, und wenn man sich das anschaut, wir sind ja auch bei den internationalen Rankings wieder auf einem aufsteigenden Ast. Und wenn man sich das wirklich anschaut, die nämlich im Detail, dann sehen wir ganz deutlich, dort, wo die Unternehmer frei gestalten können, in Österreich, dann sind wir überall unter den ersten 10. Ausrichtung der Unternehmen an den Kunden, Platz 3. Qualität der heimischen Zulieferbetriebe, Platz 3. Wettbewerbsfähigkeit durch einzigartige Produkte und Prozesse, die Unternehmer, Platz 4. Beziehung Arbeitgeber-Arbeitnehmer, man höre und staune, Platz 6 und Innovationskraft auf Platz 8. Danke an die österreichischen Unternehmen, das sind super Ergebnisse. Wo man natürlich, und das ist keine Frage, überall muss man dann selbstkritisch sein, muss man, wo können wir noch bessern? Wir sind zum Beispiel auf Platz 132 bei den Auswirkungen von Steuern und Sozialleistungen auf den Anreiz zu arbeiten. Da sieht man also ganz deutlich, hier haben wir ein großes Defizit und deshalb auch unsere Vorschläge diesbezüglich, dass wir also hier Verbesserungen erzielen müssen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dieser Bericht ist eines der Werke, die eben zeigt, dass wir auch die SBA-Datenblätter, den Small Business Act, also hier bestens erfüllen. Wir sind über dem EU-Durchschnitt in der Internationalisierung, in der Nachhaltigkeit, bei Umwelt und Energie, bei der Weiterqualifizierung und Innovation. Und jetzt nur einen Punkt, der ganz wichtig ist, duale Ausbildung, Sie haben es angeschnitten, und es ist heute beim Bereich Bildung schon gekommen. Ich meine, wir sind die Euroskills, wir sind die Europameister bei den Fachkräften. Daher ist es wichtig, dass wir weiter investieren in diese duale Ausbildung. Sie ist ein Vorzeigemodell und es beneiden uns viele Länder darum. Und deshalb sollten wir also auch auf dieser Linie bleiben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Gewerbeordnung, die wir ja jetzt gerade modernisieren, dass wir also hier diese Qualifikationen erhalten, weil diese Fachkräfteausbildung, die wir in Österreich haben, braucht eine Grundlage. Und deshalb haben wir einerseits die Gewerbeordnung modernisiert und andererseits natürlich auch müssen wir noch ein paar Anreize schaffen, um die duale Ausbildung noch attraktiver zu machen. Summa summarum, denke ich, ist der Bericht ein erfolgreicher. Und wir haben in den letzten 2 Jahren Österreichs Wirtschaft wieder in dieser Beziehung ein Stück weiter nach vorne gebracht. Danke vielmals. Peter Hauptner, Wirtschaftssprecher der ÖVP, hebt die Wichtigkeit der dualen Ausbildung hervor. Österreich habe in diesem Bereich ein Vorzeigemodell entwickelt, das weiter gefördert werden müsse.